Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die in Nordrhein-Westfalen geplante Magnetschwebebahn Metro Rapid wird nicht gebaut. In einem Positionspapier kündigte Ministerpräsident Steinbrück für das Prestigeprojekt überraschend das Aus an. Grund seien Risiken bei der Finanzierung und offene Fragen über die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen. Damit ist in der schwelenden Koalitionskrise ein Streitpunkt mit den Grünen vom Tisch. Nach Angaben von Steinbrück wollen SPD und Grüne am Sonntag über sein Positionspapier beraten. Ein Signal soll per Steinbrücks Positionspapier sein. Der Inhalt hat nicht nur die Journalisten überrascht. Denn das Prestigeprojekt des Ministerpräsidenten der Metro Rapid quer durchs Ruhrgebiet kommt aufs Abstellgleis. Es macht keinen Sinn, so gern ich dies realisiert hätte. Sie wissen, dass ich ein großer Promoter davon gewesen bin. Aber noch einmal, Realitätssinn ist auch hier angesagt. Lavieren macht keinen Sinn. Die bis zu 300 Stundenkilometer schnelle Magnetschwebebahn sollte die großen Städte des Ruhrgebiets verbinden. Insgesamt hätte das mehr als 3 Milliarden Euro gekostet. Der teure Superzug war seit langem Zankapfel für die Düsseldorfer Koalition. Genugtuung deshalb heute bei den Grünen. Wir stellen fest, dass noch vor wenigen Tagen der Metro Rapid ganz nach vorne gerückt wurde von den Sozialdemokraten und dass nun unsere Ansage diejenige ist, die sich durchgesetzt hat. Und das ist erstmal ein Grund zur Freude. Gebaut werden soll aber die Transrapid-Strecke in München. Dort soll die Bahn den Flughafen an die Innenstadt anbinden. Das wird der Transrapid machen. Wir werden ihn gemeinsam schaffen. Auch die bayerische Landesregierung hält am Münchner Transrapid fest. In Düsseldorf will Per Steinbrück weiter mit den Grünen verhandeln. Auch heute hörte man von ihm aber kein klares Ja zur Koalition. Nach wie vor umstritten sind der Ausbau des Straßennetzes und die Steinkohlesubventionen. Das Aus für den Metro Rapid hat im Koalitionsstreit die Spitze genommen. Viele Beobachter glauben jetzt, dass die Krise in wenigen Tagen vorbei sein kann und Rot-Grün in Düsseldorf weiter regieren wird. Nach ihrem Zerwürfnis über die Agenda 2010 wollen sich Bundesregierung und Gewerkschaften wieder regelmäßig treffen. Kanzler Schröder betonte heute nach einem Gespräch mit DGB-Chef Sommer in Berlin aber auch, dass er trotz Kritik an den geplanten Einschnitten festhalten werde. Das Kabinett kommt zur Stunde auf Schloss Neuhardenberg bei Berlin zusammen, um über ein Vorziehen der Steuerreform zu beraten. Vor einer Stunde erreichte der Kanzler Neuhardenberg. Händeschütteln mit der Bevölkerung, die freuten sich über den berühmten Gast. Einen anstrengenden Tag hatte der Kanzler. Am Nachmittag bemühte er sich noch in Berlin, das schwierige Verhältnis zu den Gewerkschaften zu kitten. Im Prinzip sei man sich einig, so die Botschaft, auch wenn es bei der Agenda 2010 noch Differenzen gebe. Dass wir in Fragen der Parität, ebenso wie bei der Frage der Alleinbezahlung des Krankengeldes durch die Versicherten eine andere Auffassung haben, ist bekannt und bleibt bekannt. Die Umsetzung der Agenda 2010 hatte der Kanzler aber schon im Vorfeld zur Voraussetzung dafür erklärt, die Steuerreform vorzuziehen. Deswegen kein Nachgeben in der Sache. Über die Details, das habe ich immer gesagt, wird man im Gesetzgebungsverfahren reden müssen, obwohl ich auch deutlich habe machen müssen, dass wir grundlegende Veränderungen nicht mehr vornehmen können, weil sonst das ganze System der Agenda 2010 in Gefahr gerät. Die Opposition droht jedoch, den gestern vorgelegten Haushalt im Bundesrat scheitern zu lassen, weil er unseriös sei. Ein Vorziehen der Steuerreform wäre damit blockiert. Also mit diesem Haushalt für das Jahr 2004 ist es völlig unmöglich, die Steuerreform vom Jahre 2005 auf das Jahr 2004 vorzuziehen. Der Kanzler dagegen erinnerte heute an die europäische Verantwortung. Ein Vorziehen der Steuerreform in Deutschland könnte Wachstumsperspektiven in ganz Europa eröffnen. Dazu passt, dass heute Abend auch der luxemburgische Ministerpräsident eingeladen ist. Alle Beobachter gehen davon aus, dass das Kabinett am Wochenende eine Entscheidung für das Vorziehen der Steuerreform fällt. Spannend ist, ob das dann auch so kommt. Unions- und SPD-regierte Länder haben im Bundesrat Widerstand angekündigt. Mit großer Mehrheit hat die Rürup-Kommission heute ein Reformkonzept zur Pflegeversicherung beschlossen. Es sieht unter anderem vor, dass die Leistungen für ambulante und stationäre Pflege vereinheitlicht werden. Rentner müssen nach den Plänen der Kommission künftig einen höheren Beitrag zahlen. Für Arbeitnehmer soll der Beitragssatz langfristig stabil gehalten werden. Es war wirklich harte Arbeit für die Journalisten, das Rürup-Konzept für die Pflegeversicherung zu verstehen. Aus dem Geflecht von Vorschlägen dringt eine zentrale These. Die Rentner sollen einen größeren Beitrag zur Finanzierung leisten.
Ab 2010 sollen sie 3,2% ihrer Rente in die Pflegeversicherung einzahlen. Das bedeutet bei einer Durchschnittsrente von 1.000 Euro 20 Euro mehr im Monat. Die Arbeitnehmer zahlen weiter 1,7% ihres Lohns ein, 0,5% würden als persönliche Rücklage verwendet. Hier versuchen wir in der Tat zu einer gleichmäßigen generativen Belastung zu kommen und trotzdem das reale Versorgungsniveau für die Pflegebedürftigen aufrechtzuerhalten. Das fällt nicht vom Himmel, das muss irgendjemand finanzieren und hier leisten alle Generationen einen gleichen Beitrag dazu. Um die Pflegeversicherung zukunftssicher zu machen, wollen die Experten auch an den Ausgaben sparen. Die unterschiedlichen Sätze für die stationäre und die häusliche Pflege sollen angeglichen werden. Für die meisten Pflegebedürftigen würden die Leistungen dadurch drastisch sinken. Bei der häufigsten Pflegestufe 1 etwa um fast 600 Euro. So sollen 2 Milliarden Euro eingespart werden. Bei den minderschweren Fällen senken wir den Betrag ab. Dadurch bekommen wir Umschichtungspotenzial, um die Leistungsverbesserungen und die Anreize für die häusliche und ambulante Pflege auch zu ermöglichen. Insgesamt eine bittere Pille, die allerdings nur künftige Pflegefälle schlucken müssen. Positiv zu notieren bleibt, die Leistungen sollen jährlich angepasst werden, allerdings auf dem neuen, niedrigen Niveau. Die Gesamtschuldenlast der öffentlichen Haushalte ist Ende März auf 1,277 Billionen Euro angewachsen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Allein im ersten Quartal dieses Jahres stieg das Defizit von Bund, Ländern und Gemeinden um gut 55 Milliarden Euro. Den stärksten Schuldenzuwachs von Januar bis März verzeichneten die Länder. Erstmals seit 6 Wochen verhandeln in Berlin die Tarifparteien wieder über eine Einigung im Konflikt der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall legte am Nachmittag einen Kompromissvorschlag vor, über den zur Stunde beraten wird. In Sachsen und Sachsen-Anhalt legten heute 7.700 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Verdi-Chef Bsirske ermutigte die Streikenden des Daimler-Chrysler-Werkes in Ludwigsfelde, weiter für die 35-Stunden-Woche zu kämpfen. Bei den Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern gibt es offenbar Fortschritte. Beide Seiten sollen sich nach israelischen Fernsehberichten im Grundsatz auf einen Abzug der Armee aus Teilen des Gazastreifens und aus Bethlehem im Westjordanland geeinigt haben. An den Gesprächen war auch der amerikanische Nahostgesandte Wolf beteiligt. Wie es heißt, könnte der Abzug am Montag oder Dienstag beginnen. Unterdessen signalisierte die radikal-islamische Hamas erstmals Bereitschaft zu einer Waffenruhe. Während sich die Aussagen über die bevorstehende Ankündigung eines Waffenstillstands verdichteten, wurden am Vormittag die Toten des jüngsten Feuergefechts im Gazastreifen zu Grabe getragen. Nach israelischen Angaben 3 Terroristen, die der radikalen Hamas bzw. der Fatah-Bewegung angehörten. Die Armee hatte am frühen Morgen einen führenden Hamas-Aktivisten festnehmen wollen, der einen schweren Anschlag geplant habe. Aber nachdem die Soldaten aus seinem Haus beschossen worden seien, sprengten sie das Gebäude in die Luft. Bei der Aktion starb auch ein israelischer Soldat. Am Nachmittag meldete sich dann der Gründer von Hamas zu Wort. Wir sind zu der Entscheidung gelangt, eine Waffenruhe auszurufen oder unsere Kampfhandlungen zu suspendieren. Dies sei aber mit Bedingungen verknüpft und befristet. Hamas sei in Kontakt mit den anderen Fraktionen wie Islamischer Dschihad und Al-Aqsa-Brigaden, um zu einer gemeinsamen Formel zu kommen. Der israelische Außenminister Shalom sprach mit dem amerikanischen Nahostbeauftragten Burns, um den morgigen Besuch von Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice vorzubereiten. Auch Gespräche über den geplanten Abzug israelischer Truppen aus Palästinensergebieten gingen zügig voran. Aber ein Waffenstillstand von Hamas, so hieß es auf israelischer Seite, sei das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wird. Knapp 7 Monate nach den Selbstmordanschlägen auf eine Ausländerwohnanlage in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh ist einer der mutmaßlichen Drahtzieher in Haft. Er soll sich den Behörden gestellt haben. Der 29-jährige El-Hamdi gilt als Sprengstoffexperte und führender Kopf des Al-Qaida-Netzwerks in Saudi-Arabien. Sein Vater hatte ihn öffentlich zur Aufgabe aufgerufen. Bei der Anschlagsserie am 12. Mai waren 35 Menschen getötet worden, darunter 8 Amerikaner. Einer der meistgesuchten mutmaßlichen Al-Qaida-Führer, El-Zawahiri, ist angeblich in Iran festgenommen worden. Das berichtete am Abend der arabische Fernsehsender El Arabiya unter Berufung auf westliche Diplomaten. Der Ägypter gilt als Stellvertreter Bin Ladens.
Die Sportschau im Ersten kann mit Beginn der kommenden Saison wieder ausführlich über die Spiele der Fußball-Bundesliga berichten. Die ARD einigte sich heute mit dem Rechtevermarkter Infront auf einen Vertrag über die Erstausstrahlung der Samstagsbegegnungen. Für die folgenden zwei Spielzeiten sicherte sich das Erste eine Option zur Vertragsverlängerung. Nicht mehr nur Pokalspiele. Nach 14 Jahren wird das Erste auch in Sachen Bundesliga wieder erstklassig sein. Die Verhandlungen mit dem Rechtehändler Infront gingen zwar in die Verlängerung, aber letztlich zählt das Endergebnis. Es war anstrengend, man musste sich an vielen Fronten schlagen. Wir hatten einen Kurs, der schwer durchzusetzen war, weil wir verantwortungsbewusst arbeiten wollten, was den Gebührenzahler anbelangt. Wir haben uns am Ende durchgesetzt und von daher, jetzt überwiegt bei weitem die Erleichterung. Jetzt freue ich mich. Die neue ARD-Sportschau wird die erste Zusammenfassung der 7 Samstagsspiele präsentieren. Weitere Zusammenfassungen dann in der Tagesschau. Der Vertrag hat eine Option bis 2006. Der Kaufpreis für die Erstverwertung rund 45 Millionen Euro. Sat.1 hatte für alle Spiele in der vergangenen Saison 80 Millionen gezahlt. Werbefrei wird die Bundesliga im Ersten aber nicht sein. Wenn Sie dem Gebührenzahler hier eine zusätzliche Anstrengung ersparen wollen, dann müssen Sie Werbung schalten. Wir gehen aber davon aus, dass wir nicht mehr als 2 Werbeblöcke als Unterbrechung haben werden, während es bisher 4 waren. Die Sportschau wird in Köln produziert und kein Publikum im Studio haben. Sowas wie Show-Elemente beispielsweise, Bühnen, Auftritte und solche Geschichten wird es nicht geben. Schon aus dem einfachen Grund, weil wir die Sendelänge natürlich auch in einem begrenzten Umfang halten wollen. Und nach wie vor ganz wichtig ist, dass wir viel, viel Fußball sehen. Neben Gerhard Delling wird auch Reinhold Beckmann die Sendung moderieren. Ohne Mätzchen, aber unterhaltsam und journalistisch aufbereitet. Beim Poker um die beiden Sonntagsspiele stieg das ZDF gestern aus. Beide Partien werden jetzt im Sportsender DSF gezeigt. Tennisprofi Rainer Schüttler steht erstmals im Achtelfinale von Wimbledon. Der 27-Jährige besiegte heute den Amerikaner Todd Martin. Nächster Gegner ist der Niederländer Cenk Schalken. Nach dem Match sah man Rainer Schüttler die große Erleichterung an. 3,5 Stunden hatte er benötigt, um den US-Amerikaner Todd Martin niederzukämpfen. Es war ein Spiel mit Höhen und Tiefen für den Deutschen. In den entscheidenden Phasen spielte Schüttler allerdings immer den richtigen Ball. Und so erarbeitete er sich bei 6:5 im 5. Satz schließlich Matchball. Am Ende profitierte Rainer Schüttler auch von seiner besseren Fitness und ebnete so den Weg zum besten Ergebnis seiner Karriere auf dem Rasen von Wimbledon. Im Achtelfinale trifft Schüttler nun am Montag auf den Niederländer Cenk Schalken. Der Bundesgerichtshof hat den Schutz von Nachnamen für die Nutzung als Internetadresse gestärkt. Nach einem heute veröffentlichten Urteil hat der richtige Namensträger Vorrang. Er kann anderen Personen, die denselben Namen benutzen wollen, aber in Wirklichkeit anders heißen, den Eintrag einer entsprechenden Domain-Adresse verbieten lassen. Im früheren Plenarsaal des Bonner Bundestages feierte heute die Deutsche Welle ihr 50-jähriges Bestehen. Der deutsche Auslandssender habe sich einen exzellenten Ruf an Seriosität und Glaubwürdigkeit erarbeitet, sagte Bundespräsident Rau beim Festakt. Zugleich weihte die Deutsche Welle heute offiziell das neue Funkhaus und die Zentrale ein. Beide sind im Schürmannbau untergebracht. Er steht im früheren Regierungsviertel. Von hier werden Hörfunkprogramme in mehr als 30 Sprachen in alle Welt ausgestrahlt. Mit einer großen Eröffnungsschau ist heute bei Erding das neue Terminal 2 des Münchner Flughafens eingeweiht worden. Es verdoppelt die Kapazität auf 50 Millionen Passagiere. Ministerpräsident Stoiber sprach von einer Stärkung des Standorts Bayern. Die Planungen gehen davon aus, dass die Passagierzahlen von zuletzt mehr als 23 Millionen bis 2015 auf 48 Millionen steigen werden. Finanziert wurde das Terminal zu einem großen Teil von der Fluggesellschaft Lufthansa, die es ausschließlich mit ihren Partnern nutzen darf. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. Juni. Ab morgen wird es wechselhaft. Von Westen schaufelt ein kräftiges Tief schwülfeuchte und wolkenreiche Luft heran. Vor allem im Westen und Süden Deutschlands wird es zum Teil kräftig gewittern. Im Norden und Osten bleibt es noch sonnig. Vom Rheinland bis nach Baden-Württemberg gibt es kräftige Gewitter. Im Norden und Osten bleibt der Himmel heute Nacht meist klar. Von Schleswig-Holstein bis zum Erzgebirge sowie in Ostbayern wird es morgen wieder sonnig. Im übrigen Land meist mehr Wolken als Sonne und immer wieder kräftige Gewitter. Abgesehen von stürmischen Gewitterböen weht der Wind meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Entlang des Rheins heute Nacht bis 18, an der Ostsee nur kühle 10 Grad.
Auf den Inseln morgen um 22 Grad, sonst 23 bis 27, in der Lausitz und am Bodensee bis 28 Grad. Am Sonntag ziehen die Gewitter in den Norden und Osten. Im übrigen Land wird es wieder freundlicher. Freundlich ist auch der Wochenstart. Im Südwesten am Nachmittag wieder Wärmegewitter, die sich am Dienstag über ganz Deutschland ausbreiten.